Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind mit Jane unterwegs und diese Map kommt mir bekannt vor, Leute. Ich weiß auch nicht, woher. So, also, wir spielen eine Runde mit Jane. Es ist der Doktor, oder? Jo, alles klar, wir spielen gegen den Doktor. Niemand war in seinem Einflussgebiet. Oh. Ich bin jetzt aber in seinem Einflussgebiet. Kann ich es noch durchziehen? Ich warte mal eben einen Moment hier. Ich bin die Obsession, Leute. Okay, ist weggegangen. Also, wir haben mit allen Mitteln dabei. Damit kann ich Paletten wieder aufsammeln. Mal schauen. Jetzt kam der echt wieder direkt zu uns. Ey, das gibt's doch nicht. Dann habe ich noch Verwandt dabei, botanisches Wissen, hart im Nehmen. Das sind die Fähigkeiten, die wir so dabei haben. Sag mal... Nein, nein, nein. Okay. Er kommt zu uns. Nee, er kommt nicht zu uns. Er kommt zu uns, stimmt doch gar nicht. Ich gehe mal jetzt wieder zurück an unseren Generator. Weiß auch nicht, ey. Da hat er irgendwie... Hm, okay. Oh, überladen. Alles klar. Gut am Reinscheißen. So. Ach, hier hat er gar nicht gegengetreten. Gut. Dann nicht. Also, habe ich jetzt schon gesagt, was wir haben? Ja, ne? Hart im Nehmen, botanisches Wissen mit allen Mitteln und Verwandt. Der Killer hat auf jeden Fall schon mal Überladen und Tana dabei. Mal gucken, wie es um Barbecue und Pop Goes the Weasel und so weiter bestellt ist. Zwei Sachen schon mal zum Verlangsamen. Tana ist halt Tana, ja. Ist jetzt irgendwie nicht der krasseste Shit. Aber hey, immerhin. Wir machen jetzt dann hier schon mal den ersten Generator fertig. Und ich habe halt keine Ahnung. Hm, hier wird auch gearbeitet. Komm, lass durchziehen den Lurch noch. Sehr gut. Sie folgt mir, oder? Okay, die andere geht retten. Dachte gerade, er hätte jetzt auf mich rumgeswitcht. Die andere geht retten. Perfekt, dann können wir hier zum nächsten Generator gehen. Der ist auch schon relativ weit. Es scheint so, als ob er kein Pop Goes the Weasel dabei hat. Zumindest ist er jetzt direkt in die nächste Jagd reingegangen. Oh. Ja, den kriegen wir noch fertig, oder? Zu dritt. Bevor die andere da jetzt an den Haken rankommt. Sollte klar gehen. Könnte gut sein, dass er Barbecue aber dabei hat. Lassen wir uns überraschen. Also, der dritte Gen ist jetzt schon durch. Ging schon mal gut los hier. Da ist noch ein Totem. Ich überlege, ob wir die Totems wegmachen sollten. Er hat jetzt direkt gegen den Gen getreten. Mach mal eben hier fertig. Er ist ja sowieso noch da drüben. Die anderen beiden reparieren. Den Schock, den trifft niemand. Und dann gehen wir helfen. Ich glaube, er geht auf jeden Fall munter rüber zu den anderen. Das bedeutet, wir können zur Hilfe eilen. Rennt der andere jetzt auch? Ja. Dann können wir zu zweit halt hochheilen. Ich glaube, der wird vor mir da sein. Das heißt, das sind seine Keime. Aber dann können wir gemeinsam schnell die... Oh nein, das sind meine Keime. So, komm ran. Botanisches Wissen zu zweit. Sollte schnell gehen. Und die andere Person wird gejagt, ne? So, hat er hier nicht irgendwo gegengetreten? Oh, kommt schon wieder her. Ach, da ist er. Hat mich gesehen. Boah, Sackgasse. Shit, ist hier gar nichts? Nö, scheinbar nicht. Wow. Nice. Thank you.
Tschüssi. Muss leider los. Okay, schaffe ich's? Ja, schaffe ich. Komisch, dass er jetzt die anderen Leute scheinbar in Ruhe gelassen hat, ne? Ich weiß nicht genau, was da los gewesen ist. Okay, dann rennen wir hier munter weiter. Er macht den dicken Schock, damit sind wir auch auf Stufe 3. Und die andere Jane hat mal eben den Killer für mich übernommen. Perfekt. Ja, renn auch da hinten fleißig weg. Dann können wir jetzt hier uns schnell beruhigen. Dankeschön. Hallo, der Herman guckt mir zu, wie ich den Gen mache. Und dann gehen wir hier wieder an den Generator ran. Die anderen werden wahrscheinlich hinten arbeiten. Ich weiß nicht genau, wie weit die da schon gewesen sind. Aber lohnt sich, glaube ich, jetzt nicht für uns rüber zu rennen. Ich habe eben eine Palette gezogen. Na, hat er die zerstört? Ich sammle die mal eben auf. Ich sammle die mal eben nicht auf, weil er hat die doch zerstört. Okay. Ah, leider umgeklatscht. Ah ne, die haben den Generator fertig gemacht. Okay, oh, okay, alles klar, ja moin. Ich habe ein bisschen Sorge vor der Nötschelle, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Wo hängen die auf? Dort, okay. Er geht nicht hin. Dann hat er kein Nöt. Dann hat er kein Nöt, oder? Ich meine, da war jemand direkt dran. Normalerweise wäre er dann doch hingegangen. Er hat kein Nöt, alles klar. Wir versuchen aufzumachen hier. Jetzt sind alle Leute verletzt. Ich hoffe, die rennen jetzt nicht hierher. Nee. Weil dann hätten wir den definitiv nicht mehr aufbekommen, den Ausgang. Okay, wir sparen sie uns mal. Lass dich doch erstmal hochheilen, bevor du dich beruhigst. Also ich hätte ja gesagt, hochgeheilt werden ist ein bisschen wichtiger, als sich jetzt zu beruhigen. Obwohl ich auch nicht weiß, ob die Person jetzt RIP ist, die an den Haken kommt. Jetzt macht die Selbstheilung. Alter. IQ gleich 0. Geht sogar langsam ins Negative, habe ich das Gefühl. Oh, der andere konnte sich befreien. Ja, dann komm mal ran hier. Ah, rennt in die falsche Richtung. Ich wusste, dass sie ans Totem geht. Ich wollte erst selber ans Totem dann gehen, um ihr das Totem wegzunehmen. Man könnte ja auch jetzt nützlich hingehen und gucken, ob man helfen kann. So, die andere ist da oben. So, jetzt weiß sie zumindest auch, dass wir alle hier sind. Da ist er. So, dann bauen wir doch mal. Oh, notfalls stelle ich mich nochmal hier hinten ran. Nee, ich habe keine Lust mehr. Ich bin dann raus. Ja, Jane. Nice. Damit haben wir hier unsere Quest auch wieder abgeschlossen mit Jane. Ich sollte ja einmal mit Jane entkommen, aber Leute noch hochheilen. Das dürfte geschafft sein. Ja, wir haben relativ viel geheilt sogar. Und wer ist denn jetzt noch drin? Ah ja, die Klödia noch immer. Wo rennt sie denn gerade? Wie ist sie denn jetzt da hinten hingekommen? Das verstehe ich nicht. Ach, und guck mal, wo die Luke gewesen ist, Leute. Kommt mir gar nicht bekannt vor, wo die Luke gerade gewesen ist. Ich weiß auch nicht. Ah, ist das bitter. Ripperoni, Macaroni. Und da kommt sie einfach da vorne jetzt an den Haken ran, ey. Ach, Leute. Also, ich glaube, sie jetzt doch schaffen können. Der Killer war doch bei uns. Wo war denn jetzt... Wo war denn jetzt das Problem? Man weiß es nicht, oder? Hatte die Jane den anderen Ausgang eigentlich aufgemacht? Man weiß es auch nicht. Also Jane wird es wissen, aber ich weiß es nicht. Schade. Schade, schade, schade. Hätte ich natürlich gerne noch gesehen, dass die Klödia ja auch noch mit rauskommt. Ja, Blutpunkte technisch haben wir die 20.000 ungefähr geholt. Es gab auch jemanden, der ein 100% Offering rausgeballert hat. Vielen Dank dafür. Silber, zweimal schillernd und nochmal Silber. Oh, GG. Gamer-Prinzessin. Ja, moin, servus, moin. Und viel Spaß noch, ne? Hat tatsächlich Popghost the Weasel auch noch dabei. Also drei Sachen zum Verlangsamen, nicht schlecht. Und die erdrückende Präsenz. Ah, okay. Ja, war eine Person nur drin, die einen Gegenstand hatte.
Und die hatte ein nagelneues Teil sogar noch. Kann man mal machen. So, war es die... Der König. Okay, ich wollte schon sagen, wir haben ja auch keine Schocks bekommen, ne? Ja, schön, dass ihr am Start wart, Leute. Und wenn es euch gefallen hat, ich freue mich natürlich wie immer, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Ich freue mich natürlich wie immer, wenn ihr kommentiert und wenn ihr euren Daumen da lasst, ja? Abschneiden da lassen, Dankeschön. Vielen Dank natürlich auch an Tossi und die Kanalmitglieder für die Unterstützung. Und Leute, wenn ihr Bock habt, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein. Tschüss, tschüss.